Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir versuchen jetzt irgendwelche Fehler, Laufzeitfehler zu behandeln, ja, zu handeln einfach. Ja. Was ich damit meine, möchte ich anhand unseres Rechners zeigen. Also das erste, was ich mache, wenn ich ein Programm ändere, ich ändere die History v1.3 und mit Multiplikation und Division. Ich möchte nämlich jetzt die Punktrechnungen dazu machen. Strichrechnung haben wir, Plus und Minus haben wir. Das hat ja ganz gut funktioniert. Jetzt mache ich die Strichrechnungen dazu. Zuerst muss ich mal da ein bisschen was erklären, gell? Also Subtraktion, dann haben wir ein Sterndal mit einem Sterndal. Wie im Computer üblich machen wir die Multiplikation. Und sonst machen wir Division mit einem Schrägstrich. Genau so wollen wir das machen. Was, da bleibt eigentlich alles gleich. Da, das werden wir kopieren, indem wir einfach sagen, okay, Case, Stern ist eine Multiplikation. Stern, die Rechnung werden wir auch mit einem Stern machen. Und da brauchen wir nur Division mit Schrägstrich. So einfach geht's, gell? Division. Da machen wir einen Schrägstrich dabei. Ui, nicht der Unschrägstrich, Schrägstrich. Dividiert. Schaut da ganz gut aus. Ah, das muss ich auch hier noch machen. Da freut mich jetzt aber nicht so viel schreiben. Mache ich gleich so. Jetzt habe ich praktisch alles dazugefügt. Jetzt sollte das auch schon funktionieren. Jetzt habe ich Multiplikation und so weiter eingefügt. Geht schon, Play, schauen wir sie an. Ja, steht schon da. Probieren wir mal. 12 mal 2. 12 mal 2 ist 24. Wunderbar. 12 dividiert durch 2. 12 dividiert, funktioniert. Multiplizieren, divisieren, funktioniert. Können wir machen. Was noch nicht berücksichtigt ist, natürlich Punkt für Strichrechnung, sondern der Rechenstur so runter, wie wir es eingehen. Ja. Aber okay, das ist jetzt eigentlich nicht das Problem, was ich beleuchten will. Ich meine nämlich zum Beispiel 12 dividiert durch und jetzt komme ich schon auf Enter an. Ja. Jetzt komme ich auf Enter an und jetzt, boah, jetzt steht da Unhandled Exception. Okay, da steht da. Was heißt das jetzt Unhandled Exception? Das heißt, es ist ein Fehler aufgetreten. Eigentlich rechne ich ja eine Division durch 0. Ich habe eingetippt 12 dividiert durch nichts. Ja? Das funktioniert nicht. Divided by Zero Exception. Da steht es. Divided by Zero Exception. Das heißt, mein Programm ist gerade abgestürzt, weil ein Benutzer, in dem Fall auch der gleiche wie der Programmierer, aber ein Benutzer hat eine falsche Eingabe gemacht. Da habe ich als Programmierer, das funktioniert alles. Wenn der keinen Fehler macht, funktioniert das. Ja? Oder die. Wurscht, wer einen Fehler macht. Ja? Es funktioniert. Aber leider, wenn ein Eingabefehler passiert, stürzt das Programm ab. Das ist natürlich schier. Ja? Das wollen wir nicht. Deswegen, wir haben da im kennengelernt, eine Methode im letzten Video, und zwar haben wir gesagt, try. Was try man? Da die Division. Das ist die Division, die schief geht. Dividiert durch 0. Das geht nicht. Das heißt, wir machen da ein try. Ja? Wir probieren das einmal, was da rauskommt. Ja? Und zwar genau das. Bug. Ergebnis dividiert durch Zahl. Jetzt haben wir es probiert. Und jetzt machen wir ein Catch. Ja? Jetzt kann es natürlich verschiedene Fehler geben. Was will ich catchen? Und die wird die Divided by Zero. Divided by Zero Exception. So hat das geheißen. Das kann ich dann gerne mal einfach hinschreiben. Gell? Das heißt, hier fange ich jetzt den Fehler Divided by Zero. Okay? Was mache ich da? Na, was mache ich da? Ich mache auf alle Fälle mal eine Konsole.
Division.WriteLine und sage Division durch 0, Rufzeichen, Rufzeichen, Abbruch. Schaut gut aus. Wir machen einen Abbruch. Ich sage einfach, die Operation, ich tue einfach so, wie wenn ich Enter gedrückt hätte, wie wenn das Chart 13 wäre. Dann bricht das eh an. Dann bricht das eh an. Jetzt versuche ich das, fange im Fall des Falles die Exception und was mache ich im Finally Block? Schreibe ich auch noch her. Finally, das mache ich auf alle Fälle. Das schreibe ich noch hin, den Rechentext. Wieder jede Menge Tabs drin. Gut, jetzt versuche ich das zuerst mal. Wenn ein Fehler auftritt, schreibe ich Division durch 0, Abbruch. Sag, okay, ich breche die aktuelle Rechnung ab, aber mein Programm stürzt nicht mehr ab. Theoretisch zumindest. Schauen wir an, was das praktisch macht. Aha, was ist das? Ah, so. Also 12 dividiert durch 2, Enter, geht noch. Ja, Rechnung 12 durch 2, ist 6, passt. 12 dividiert, Enter, Division durch 0, Abbruch, Rechnung 12 durch 0 ist 12, das ist vielleicht ein bisschen eine komische, unbekannte Operation 44, das ist, weil ich da auf Komma angekommen bin. Ich schreibe es nochmal, 12 dividiert durch nichts, 0 durch 0 ist 0, das Ergebnis passt, ja. 12 durch nichts, Division durch 0, Abbruch. Jetzt stürzt das Programm nicht mehr ab, ich kann einfach nachher weitermachen. Das ist genau das, was eben dieses Try, Catch und Finally macht. Okay? Try, Catch and Finally. So funktioniert das also. Jetzt das nächste Mal sprechen wir über sogenannte rekursive Aufrufe von Methoden. Die können wir da nachher einsetzen. Wenn wir das Punkt vor Strich Rechnung machen wollen, wäre das nicht schlecht. Ja? Wäre das nicht schlecht. Okay? Ja, also für dieses Mal hoffe ich, ist alles klar mit dem Try, Catch, Finally. Nächstes Mal sprechen wir ein bisschen über rekursive Aufrufe. Ansonsten sage ich mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.